Hallo, mein Name ist Gerhard Weinkopf und ich bin Motorist in der Lagerhauswerkstatt Horn. Wenn ich das Rasenmäher-Service mache, werden folgende Arbeiten durchgeführt. Der Luftfilter überprüft bzw. erneuert, die Zündkerze erneuert, das Motoröl erneuert, das Messer geschliffen, der Fahrantrieb überprüft und der Motordrehzahl und Motorstopp überprüft. Wenn ich den Luftfilter kontrolliere, nehme ich das Gehäuse ab. Somit kann man den Luftfilter auf Verschmutzung überprüfen und erneuern. Beim Tausch der Zündkerze nimmt man den Kerzenstecker ab. Man schraubt die Zündkerze heraus und überprüft sie und diese weist deutlich Altersspuren und Rußspuren auf. Somit gehört die Zündkerze erneuert. Für den Motorölwechsel muss der Motor warm gelaufen sein, sodass es dünnflüssig ist und dass es herausgezogen werden kann. Wichtig ist, dass man das richtige Öl verwendet, ein Rasenmäheröl. Der Ölstand sollte genau zwischen Minimum und Maximum sein. Als nächster Schritt wird das Messer überprüft. Und aus diesem Grund muss man aus Sicherheitsgründen den Kerzenstecker bei der Zündkerze abziehen. So, das Messer wird abmontiert. Da sieht man in diesem Fall, dass das Messer sehr verschlissen ist. Das Messer wird erneuert. Weiters, als nächsten Schritt wird der Fahrantrieb beim Getriebe überprüft bzw. der Freilauf. Man nimmt das Rad ab und überprüft die Verzahnungen, ob Verschmutzungen oder Rasen drinnen klebt. Weiters wird der Freilauf geschmiert. Das Zahnrad soll leicht gängig laufen und man soll ein Klickgeräusch zu vernehmen sein. Als letzter Arbeitsschritt wird die Motordrehzahl überprüft und im Anschluss die Motorstoppfunktion. In diesem Fall funktioniert alles einwandfrei.
Der Motor läuft um die 3000 Umdrehungen und die Motorstoppfunktion funktioniert auch einwandfrei. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin bei Ihrer Lagerhaus-Fachwerkstätte und wenn Sie weitere Fragen haben, sind wir gerne für Sie da.